Ja, und nochmals willkommen zurück zu City Skylines. Letzte Folge haben wir hier angefangen, und nochmals Autobahnkreuz zu bauen, sag ich mal. Wir haben jetzt hier auch schon Straßen angebunden. Da fahren auch schon die ersten Autos drüber. Was machst denn du? Exportiert. Besitzer Rennes. Okay, der hat einfach eine Abkürzung genommen, der sonst jetzt hier durch hätte fahren müssen oder sonst wo. Freut sich. Wahrscheinlich. Müssen wir gucken. Also die Schienen hier vorne mussten wir vielleicht nochmal. Wie auch immer das jetzt funktioniert. Und warum es nicht weggeht? Okay, fascinating auf jeden Fall, wie das hier so alles funktioniert. Spannend, kann ich da nur sagen. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir hier die Straßen anschließen. Also ich wollte hier quasi noch einen parallelen Straßenstrang irgendwie einbinden. Das heißt, hier müsste auch nochmal so eine Art Kreuzung rein, dann würden die sich hier unten wieder treffen und dann hier halt irgendwie auf die Autobahn sich dann eingliedern. Wie das dann genau mit der Autobahneingliederung funktioniert, das weiß ich jetzt noch nicht. Das habe ich auch noch nicht ausbaldowert. Doch, ich habe eine Idee. Sehr gute sogar. Die hat schon öfter funktioniert in meinen privaten Welten. Pass auf. Wir machen das jetzt so. Wir bauen das jetzt so auf, dass diese Autobahn quasi da drauf führt, sofort. Na? Und diese Autobahn quasi auf der anderen Seite sofort da drauf fährt, dann ist der Verkehr quasi gezwungen, in dieser quasi in dem Kreis zu fahren hier. Und da ist, dass der Verkehr auch eigentlich gar nicht anders fließen kann, kann auch eigentlich auch gerade ausgebaut werden, ne? Aber warte, Moment. Moment, das müssen wir hier weg und nein! Mach's zurück! So. So muss gemacht werden, weil dann kann der Verkehr theoretisch komplett autark hier fließen. Das ist echt jetzt scheißegal, weil das sich nicht beißen wird. Und dann können wir tatsächlich hier einfach die dreispurige Straße hinknallen und dann wird der Verkehr sich hier automatisch eingliedern. Wunderbare Lösung, finde ich. Warum macht der jetzt eine Ampel dahin? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber egal. Gut, drei Spuren mehr bringt auch nicht viel mehr. Das heißt, wir lassen es einfach so und dann, haben wir hier einen neuen Verkehrsanschluss gebaut. Das heißt, wir können jetzt hier in alle Richtungen fahren. Wunderbar. Und hier geht massig Zeug verloren, weil wir keine Leute mehr haben, die hier wohnen. Das heißt, wir machen mal hier wieder unser Wohngebiet ein bisschen größer. Sprich, Straße. Weiter. Und dann Straße hier auch weiter. Und dann wird hier unten erstmal ein neues Wohngebiet gegründet, ne? Auf jeden Fall. Einfach den Fluss entlang bauen, ne? Weil macht eigentlich Sinn, dass man die Menschen am Fluss wohnen lässt, ne? Eigentlich das Dämlichste überhaupt, ne? Weil wenn Wasser kommt, dann saufen die als erstes ab. Aber ja, kann ich echt einen Tsunami auch auslösen? Wir haben ja schon, kann ich hier einen Tsunami reinplanten? Also ich will es gar nicht ausprobieren, aber geht das dann? Kommt das dann irgendwo von hier oben? Weil ich meine, keine Ahnung, Wasser, wo kommst du her? Würde mich mal interessieren. Und kann es sein, dass unser Schulbudget ein bisschen zu hoch ist, wir zu viele gebildete Leute haben? Kann das sein? Zu wenig ungebildete Leute. Das heißt, die ganzen Fabrikleute sind alle arbeitslos. Also die ganzen Fabriken haben keine Arbeiter mehr, so rum. Weil die ganzen Leute zu schlau sind, um sich doof ans Fließband zu stellen. Hört sich erstmal böse an, ist aber so gedacht im Spiel. Hier haben wir jetzt erstmal ein neues Wohngebiet gebaut. So. Haben wir hier schon irgendwo so ein tolles Wohngebiet? Hier, ne? Zwei Stück. Na gut. Dann machen wir hier mal noch eins, aber auch für kleine Häuser. Weil da vorne die Kanten mal ein bisschen glatter ziehen. Dass wir hier auch nicht über die Straßenkante kommen. Müssen dann hier auch nicht alle Häuser sich wieder ökonomische Standards reinholen, ne? Dass das nur mal diese Ecke hier vorne wird. Dann bekommt sie hier den neuen Öko-Auftrag und dann wird hier immer wieder ein bisschen grün gepflanzt. Und zwar. Leute, so falsch. So. Es wachsen Häuser hier. Wunderbar. So. Herrschaften, das Wohngebiet ist eingelassen. So, wir können auch mal hier noch mehr Kläranlagen bauen, weil wir sehen hier die Tunke, die wird jetzt schon sehr braun hier unten. Hier vor allen Dingen sehen wir das jetzt, dass hier der Verschmutzungsmonitor ziemlich hoch ist, weil es hier die Verschmutzung an sich halt sehr stark ist, durch diesen Öko-Wasser-Austritt, obwohl halt. Nö, Öko, aber heißt halt nicht, dass es komplett gefiltert wird. Das heißt, das ist auf Dauer auch ziemlich schmutzige Angelegenheit da unten. Und hier ziehen schon Leute ein. Wunderbar.
Hier ist Verkehrstechnisch alles in Ordnung, ne? Hier aber nicht. Weil hier zu viele Häuser für tatsächlich zu wenig Straße stehen. Glaube ich. Wir müssten diese Straße mal auch komplett durchziehen, dass die auf breite Straße kommt. Das heißt, die müssen mal hier ein paar Häuser entfernen, leider. Und dann dafür sorgen, dass die dicke Straße auch mal hier durchkommt. Gut, der Park muss auch leider weg jetzt hier an der Stelle erstmal, aber den kann man einfach einen Block weitersetzen. Ja, so leicht kann es gehen. Und wenn wir das mit der Straße hier machen, das weiß ich noch nicht, ob die auch zweispurig werden muss. Das ist aber nicht die Straßenbahnstraße, ne? Nee, ist es nicht. Okay, ja, gute Frage, ob das die auch zweispurig gemacht werden muss. Eigentlich nicht, aber die theoretisch müsste es, weil, ja, breite Straße, ne, viel Verkehr und so, aber, ob man das will, ist eine andere Sache, ne? Andererseits macht sicherlich Sinn, wenn man die auch breit macht, die Straße, weil halt der Durchgangsverkehr auch erhöht werden kann und dann dementsprechend auch der Verkehr besser fließt. Aber naja, wir testen es einfach mal aus, ob das auch so in der Praxis klappt, wie ich das in der Theorie jetzt vorhabe. Sonst haben wir halt ein Problem, aber ich denke mal, das wird funktionieren. Jetzt kann man hier nochmal ein paar Häuser hinpflanzen überall, ne? So. Dann wollen wir doch mal gucken, ob das sich auch wieder ansiedelt, das Haus. Und was blinkt denn hier alles so stark? Eieiei. Da fährt einer, der am Blinken ist. Die Polizei blinkt. La Polizia, was ist denn? Wo geht's denn hin? Oh, jo. Rast mal nicht so viel. Vor allem der Fluss ist ziemlich breit eigentlich so, ne? Alles klar, auf Patrouille. Weiter den ganzen Weg zurück. Ja, moin. Strom ist hier abgekappt. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal irgendwie noch die Stromleitung irgendwie wieder reinlegen, dass das hier auch angeschlossen bleibt, für den Fall, dass irgendwo eine Leitung dann verschwindet. Weil, ja, so viele Stromleitungen haben wir gar nicht. Und hier ist auch Verkehr drauf, das freut mich. Hier auch, auf jeden Fall. Da ist was, der Boden zu schwach oder was? Geringer Bodenrichtwert, okay. Wir können ja mal die ganzen Straßen alle ausbauen. Hört auch den Bodenrichtwert so ein bisschen. Weil dann Bäume draufstehen. Keine Ahnung, warum Bäume hier so krass viel den Bodenrichtwert erhöhen. Who knows? Me not. Kann da zwar keiner mehr parken, aber Bäume. Ne? Bäume. Bäume sind das Wichtigste hier. So. Ach, hier oben war das schon gemacht. Okay, hier war ich schon soweit. Dann ist ja schon mal gut. Ja, lassen wir erstmal so das Ganze hier stehen. Und hier ist auch nicht am Brennen. Heieiei. Was ist das für ein winziges Haus? Haha, geil. So, hier fährt die Straßenbahn auch durch die Gegend. Hält bei jedem Anhalten hier den Verkehr schön auf, weil die Haltestelle so nahe gelegt ist. Aber das ist ja auch egal an der Stelle, ne? So, hier blinkt alles. Keine Arbeitskräfte oder wie? Ach ne, keine Waren und keine Arbeitskräfte. Das ist natürlich böse, wenn man weder Arbeitskräfte hat, noch die Waren verkaufen kann. Müssten wir auch mal irgendwas gegen tun, dass wir hier mal so ein bisschen was reinbekommen. Und wir könnten noch eine zweite Zugstrecke bauen, die hier irgendwie abkürzt tatsächlich auch. Dass wir hier so einen kleinen Zugring bauen können, wenn das geht. Wenn wir es schaffen, dann fahren wir jetzt hier unter der Brücke durch. Das wäre natürlich das Ultimative, ne, wenn es das geht, dass wir hier durchfahren können. Unter der Autobahnbrücke durch, dann sparen wir uns nämlich noch eine weitere Brücke von den Zügen. Perfekt. Sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Der fällt jetzt da drauf und dann hier an der Brücke direkt. Ein Abzweig nach da, dann haben wir noch ein neues neues Zugdreieck. Verzeihung. So. Dann kann man den Zug auch noch ein bisschen hier laufen lassen, den Verkehr. Perfekt. Wir könnten auch Seilbahnen bauen. Taxis. Ja, Zugstrecken haben wir noch gar keine eigene. Also ist noch gar nicht so gedacht gewesen. Auch gewollt. U-Bahnen sind recht teuer, würden sich aber bestimmt bezahlt machen, wenn man sie irgendwo sinnvoll einsetzt. Wir haben jetzt hier schon eine, die durchs Zentrum durchgeht. Wir könnten noch eine zweite gebrauchen, die halt von der Seite hier irgendwas anfährt. Könnten wir dann hier eine Runde durchfahren lassen, durch das Gebiet überall. Alle paar Straßen mal eine Haltestelle machen, der dann auch hier immer so, ne? Auch hier Umstiegsmöglichkeiten bietet. Gucken, dass wir dann hier überall mal so ein bisschen an allen Straßen vorbeikommen. Dass auch noch ein Budget bleibt, sonst ist auch ein Problem, weil ja kein Geld da ist. So, da noch einer hin. Verbinden wir erstmal die Streckenteile. Fangen wir besser mal hier oben an. So, ich meine, U-Bahn-Tunnel ist immer irgendwie sehr teuer, habe ich so im Gedächtnis, oder? Na, 3000 für ein Stück.
Es geht eigentlich noch vom Preis her. Ja, also die Streckenführung ist auf jeden Fall wieder mal abenteuerlich. Das ist ganz exquisit hier. Aber sag mal so, die U-Bahn soll ja erstmal nur hier durchfahren, ne? Mehr soll die ja erstmal gar nicht machen. Und das kann die auf der Linie hier bestimmt ganz gut erfüllen. Den Verkehr hier so ein bisschen rausnehmen, dann können Leute mit dem Zug fahren und sparen sich so ein paar Meterchen. Bestimmt ganz sinnvoll im Auto. Ob das die Umweltbilanz jetzt noch beeinflusst, keine Ahnung. Man kann ja auch noch irgendwelche Gebäuderichtlinien hinstellen, aber das ist mir immer so kompliziert, wenn man so noch mehr Richtlinien macht und die ganzen Geschäfte sind alle verlassen. Mehr Gewerbegebiet, bitte. So, jetzt mache ich eine U-Bahn-Linie, eine zweite. U-Bahn-Linie 1, machen wir hier blau. Und U-Bahn-Linie 2, machen wir hier schön gelb für Gewerbegebiet. So, jetzt müssten die U-Bahn hier aber auch sich quasi aneinander vorbeifahren. Weil eine, also hier drauf fährt, die andere fährt da drauf. Und, das dürfte den Verkehr dann so ein bisschen beflügeln, hoffe ich mal. Ja. Gewerbegebiet, genau. Wir brauchen mehr Gewerbe, sonst ist hier bald nichts mehr mit Gewerbe. Sonst ist hier bald tote Hose. Und hier ist auch noch so eine Kreuzung. Hä? Naja, gut. Keine böse Kreuzung an der Stelle, aber eine Kreuzung, ja. Und hier sind echt Ampeln drin. Warum sind da Ampeln drin? Ich dachte, das war ein Kreisel. Da sollen keine Ampeln rein. Mach mal weg hier. Es ist ein Kreisel hier. Was ist das hier? Tourismus. Ah, Touristen. Geringes Vermögen, mittleres Vermögen, großes Vermögen. Aha, Attraktivitäten. Touristik also. Müssen wir hier ein paar Gebäude raushauen, weil sonst wächst hier auch nichts Neues. Und das gibt dann auch mehr Happiness für die anderen, wenn dann hier der ganze Müll rauskommt. Die ganzen kaputten oder verlassenen Gebäude. Wir brauchen mehr Personal, das ist ganz klar. Falsches Gebäude. Ganze Straßenzüge einfach hier weg sind, alles klar. Geisterstadt hier oben. Kaum ist der Bahnhof weg, zack, niemand interessiert es mehr. Das kleine Stückchen Dings hier kann auch mal weg, weil ich glaube, da wohnt auch keiner mehr. Okay, wir haben sehr viel verlassene Gebäude hier. Überall, weil, keine Ahnung, keiner mehr hier arbeiten will? I don't know. Das ist mysteriös. Wir könnten hier nochmal so einen neuen Gewerbepark auch hinbauen. Hier an diese Seite. Schließen wir einfach hier an. Aber hier noch leider ein neues großes Gewerbegebiet hin, was dann einfach hier überall quasi sich da anschließen kann. Auch noch vielleicht noch einen Bahnhof an die Strecke dran bekommt. Mal schauen. So einen neuen Gewerbekomplex, wenn wir noch so machen können, weiß ich nicht. So gibt dann noch so auch Gewerbespezialisierung hier. Was haben wir noch? Wir haben hier auch noch lokale Herstellung. Was haben wir hier? Spezialisierung Freizeit. Wir könnten mit lokaler Herstellung. Freiverkehr geht um 50% verringert, erhöht sich Stromverbrauch um 20% verringert. Okay, das hört sich ganz gut an, glaube ich. Das machen wir auch nochmal hier rein. Das ist diese komische Lokalproduktion. Dann haben wir hier so einen kleineren, größeren Bereich, der davon bedeckt ist. Ne? Haben wir auch ruhig noch so ein Stück hier weiter. Und das dann so. Den Zipfel hier hinten schnibbeln wir ab. Und dann ist das hier auch alles passend. Perfekt. So, machen wir dann hier mal biologische und lokale Herstellung und dann wird hier wieder alles schön blau eingefärbt. Plop, 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 plop. Plop, 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 alles blau. So, hier könnte man einen Bahnhof reinbauen an der Stelle. Oder hier vorne wäre, glaube ich, ganz praktisch, ne? Hier. Kommt hier an die Ecke ein Bahnhof hin. Ja, wunderbar. Machen wir hier noch so ein tolles, so eine tolle Kreuzungsschiene hin, damit man hier quasi so kreuzen kann, ne? Das ist eine ganz ausgeklügelte Situation hier, ne? Kannst du von da oben da reinfahren. Natürlich dann hier altraumtechnisch für Sicherheit der Straße, aber puh, egal. Ne, Hauptsache es funktioniert. So. Hier noch ein bisschen Wasser in das ganze System reinbringen. Mit System meine ich hier die Straße. So und so und perfekt, es steht. Und jetzt wachsen auch schon die ersten Häuschen rein. Schön. Da hinten blinkt der Totenkopf, das heißt, es ist ein Problem mit Leichen. ja, hier ist ein Krematorium und in der Mitte stehen drei Friedhöfe. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ist hier irgendwo eine Ecke, wo bestimmt nie irgendwas wachsen wird. Hier ist doch bestimmt so eine Ecke, an der niemals irgendjemand wohnen möchte. Pass mal auf, machen wir hier nochmal so eine Ecke hin, wo nochmal ein paar Friedhöfe hinkommen.
Ne? So, hier Leichenwagen. Frohes Schaffen. Das hofft dann auch da Problem zu lösen. Und dann, ja, würde ich sagen, das ist an der Stelle erstmal geglückt. Hier ist kein Strom. Können wir auch eben noch schnell beheben. Machen wir hier mal so eine Reihe an. Ja, Parks hin. Dürfte den Strom dann bis dahin schleppen. Tut es. Wunderbar. Und dann würde ich erstmal sagen, ja, das wäre es von heute gewesen. Das ist jetzt hier ein schönes lokales Gebäude. Und Public Market. Ja. Wunderhübsch auf jeden Fall. Und ja, würde ich sagen, erstmal danke fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Und bis dahin, haut rein und tschüss.